So, da sind wir wieder back zu einem weiteren Part von Let's Play Super Mario Sunshine Arcade 2. In der letzten Folge hatten wir nochmal zum Schluss ein richtig, richtig cooles Level mit, wie soll ich das am besten sagen? Einfach an solchen Gittern herumspringen. Ich glaube, so kann ich es am besten beschreiben. Genauer gesagt, diese Gitter, die ihr hier jetzt gerade seht. Ja, und offensichtlich scheint das auch in den letzten beiden Level nochmal Einfluss zu nehmen. Ja, ich bin gespannt, was das noch zu bieten hat. Ehrlich gesagt, mir ist die ganze Welt tatsächlich etwas zu eintönig, weil immer nur dasselbe. Yoshi, Früchte, Palmen. Ja, und jetzt halt das wieder. Sternplattform. Weiß nicht, irgendwie hätte man aus der Welt, glaube ich, mehr rausholen können, aber na gut. Was er nicht ist, kann er jetzt noch in den zwei Level werden. Was will er hier genau? Alter, ist das geil. Ja, meine Meinung hat sich an der Stelle jetzt komplett geändert. Das Teil fällt jetzt runter, hier rüber und dann hat sich die Geschichte. Ey, warum hat er das nicht von Anfang an schon gebaut? Ohne Witz, ich hätte den Kerl gefeiert ohne Ende. Da hinten ist die blaue. Und die ist... Okay, das ist gar nicht mehr so weit. Das ist sogar auf dem Weg zu Schein. So. Hä? Ach so, der Pilz kommt jetzt zu mir, oder? Mhm. Oh Gott, die blaue ist ja richtig widerlich. Ja. Ist sie. Wie soll ich das denn wieder machen? Also entweder gleich direkt zu Schein springen oder versuchen die blaue zu holen. Ich weiß, wie es will. Ich spring kurz mal hier hin. Und jetzt warte ich, bis das Teil eine Umrundung macht und dann springe ich einfach mit dem Pilz nochmal mit. Anders geht das nicht. Das ist jetzt mit relativ viel Risiko verbunden. Aber was soll ich jetzt sonst machen? Ja, klasse. Klasse. Also, ich weiß nicht, aber... Hä? Wie schnell hat sich der Pilz denn jetzt bewegt? Alter, ist das confused hier. Wow. Okay, ich lebe aber noch. Alles gut. Alles gut. Keinen Grund zur Aufregung. Ich war jetzt gerade ein bisschen übereifrig. Aber das Level ist halt relativ kurz. Das heißt, die blaue könnten wir jetzt sogar noch einmal probieren. Aber das hier gefällt mir richtig. Ich hoffe, dass das im letzten Level jetzt nochmal kommt. So. Aber ohne Dreck weg ist die blaue halt echt widerlich. Ich glaube, ich werde dann Death in Kauf nehmen einfach. Aber selbst dann muss ich genau treffen. Das ist das Problem. Also hier wartet der Pilz. Und hier zieht er gleich direkt rüber. Was ist das denn? Aber ich wüsste halt nicht, wie ich das sonst holen sollte. Nee. Nee. Nicht heute. Nicht heute. Wir haben ja einen Bonuspart Zeit. Mittlerweile sind es 11 blaue Münzen, die fehlen, aber nee, die hole ich nicht. Nicht mit mir. Und vor allem nicht mit meinem Nervenkonstrukt. By the way, ich habe noch immer die folgende... Okay, gut. Ich habe noch immer die Folgen der letzten Aufnahmesession ein bisschen im Blut. Ohne Witz, die hat mich ein bisschen gaga gemacht und wenn ich das schon sehe... Oh, Hilfe. Aber keine Zeitmission immerhin. Sprich, wir haben alle Zeit der Welt, die Roten zu holen. Da ist Nummer 1. Das ist so eine Art wie der Labyrinth. Da ist eine Rote drin. Komme ich hier raus? Nee. Oder von der anderen Seite? Auch nicht. Okay, das ist einfach nur ein Kastner. Dann kann ich den ja schon mal abschließen. Ja, eigentlich ist es ja logisch fast, wenn ich mich hier runterfallen lasse. Ja. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Jetzt ehrlich. Wobei... Das ist so gewollt. Da komme ich gar nicht weiter. Ich muss mich da sogar so runterfallen lassen. Da ist nämlich nichts mehr verbunden mit irgendwas anderem. Na gut, dann... Machen wir hier weiter. Hier komme ich nicht rein. Oder will jetzt so eine Art Minecraft-Rundherumsprung?
Kann nicht sein, weil da unten ist eine Plattform. Alles gut. So. Ja, so geht's. Hat sich die Frage auch schon mal erledigt. Jetzt müsste ich drin sein, perfekt. Jetzt hier hoch und runterfallen lassen. Und auf der anderen Seite muss ich das genau gleiche wahrscheinlich nochmal machen. Wobei... Hä, wie soll ich die blaue denn holen? Muss ich da einfach einen Sprung wegmachen und mich dann da drin einklemmen? Aber das macht ja auch... Achso, weil ich da runterfallen kann. Ja gut, okay. Macht Sinn, macht Sinn. Ich verstehe das Level, Leute. Ich verstehe es. Ich fühle mich gerade echt gut. Sagt er und wird dann wahrscheinlich gleich failen. Aber ja, ich verstehe es schon hier jetzt und dann... Genau. Ich bin ein Idiot, Ich bin ein Idiot zweierlei Maße. Einerseits, dass ich den Sprung ein bisschen zu spät gemacht habe. Und zum anderen, weil ich mich da jetzt abziehen lassen habe. Und ich keinen Plan habe, warum. Oh Gott. Warum mache ich... Nee, das mache ich jetzt anders. Ich hole mir erstmal die blaue und sterbe dann nochmal friedlich. Das wäre ich nochmal so blöd jetzt. Ja, das geht doch so. Hä? Wenn nicht, wie sonst? Vor allem, wie die Plattform mit mir verschwindet. Oder habe ich da gerade... Ich muss schon viel früher springen. Ich hätte schon bei der ersten Gelegenheit springen sollen. Nein, nicht dahin. Runter. Genau. Wobei, vielleicht könnte ich auch cheaten. Ich weiß aber nicht, ob ich das... Ich probiere es jetzt nochmal so. Wenn nicht, dann cheat ich, glaube ich. Wenn ihr euch jetzt denkt, hä, wie will der Kerl denn cheaten? Ich habe da, glaube ich, gerade so einen Plan. Okay, ich habe es ja, das ist die blaue. Gut, einfacher als erwartet. Ich gebe es zu. Ja, jetzt bin ich hier. Wow. Wow. Ich bin... Surprised. Wirklich. Ich bin wirklich surprised. Es geht so einfach. So, hier runterfallen lassen. Und wie komme ich jetzt hoch? Ja, warum frage ich eigentlich klettern? Klettern. Mario, kletter. Wie? Kein anderer. So. Ja gut, da komme ich jetzt halt nicht weiter. Wahrscheinlich jetzt darüber und dann, genau, dann bin ich wieder da. Okay, bis dahin habe ich es mal geschnallt. Ja, und auch die anderen roten sind eigentlich damit relativ einfach. Denn hier muss ich jetzt einfach weiterklettern. Hier fallen lassen. Okay, sah schwieriger wieder mal aus, als was es in Wirklichkeit ist. Weil die anderen vier, die hatten wir alle schon. Die haben jetzt alle schon einmal geholt. Bei der war's. Genau. Bei der muss ich hier ran. Jetzt hätte ich mich fast verdrückt. Ich hätte fast B gedrückt. Mann, es ist immer halt. Also, falls ihr nicht wisst, wie die Dinger funktionieren, es ist immer wieder. Es ist kompliziert zu erklären, aber wenn du hängst. Wie jetzt hier, darfst du. Also, wenn du jetzt. So, wartet andersrum. Wenn du hier so hängst. Dann ist immer A, was dich durch solche Dinger hier bringt. Wenn du gegen seitwärts hängst, dann ist es B. Wenn du das umgekehrt machst, dann wirst du einfach nur wegbouncen bzw. runterfallen. Hä? Okay. Nee, Mario, du machst jetzt schön deinen Rückwärtssalto. Ich habe jetzt keinen Bock. Ich habe jetzt keinen Bock, wegen dir zu sterben. Nur weil er wieder seinen scheiß Rückwärtssalto wieder nicht machen will. Komm, hoch da. So, die Kiste. Jetzt ist noch die Frage, wo die Shine dann spawnen wird. Ich könnte diesen Jungen teilweise eine schellern. Ja, dreh mich um und halt mich fest. Nö, Abgrund ist viel geiler, wirklich. Sterben ist geil heutzutage. Ja, richtig, Mario. Ich hasse dich wirklich. Darf ich dem Kerl bitte eine schellern? Ich habe gerade so das Bedürfnis danach.
Ich hätte die Scheiße schon vorher alles holen können. Gut. Gut. Alles ist gut. So, das waren die drei, die jetzt eigentlich gefehlt haben. Aber aus irgendeinem Grund hat der Mario mal wieder das Bedürfnis gehabt zu sterben. Also so verzweifelt kann der Junge echt nicht sein. Ich weiß, es ist anstrengend natürlich. Laufen... Ja gut, das war ein kleiner Fehler von meiner Seite. Ich muss nochmal einmal hoch. Gibt es ja noch eine andere rote zu holen. Nämlich die hier. Ja komm, da springe ich jetzt rüber. Juckt nicht. Juckt einfach wirklich nicht. Falsche Taste schon wieder. Ich habe es vorher noch erklärt, jetzt mache ich es die ganze Zeit falsch. Geht doch. So. Zwei Münzen noch. Bitte spawn nicht oben. Bitte, bitte spawn einfach nicht oben. So. Wobei, mir fällt gerade ein. Könnte ich nicht einfach probieren, einen Sprung? Von hier jetzt? Nee, es geht sich nicht aus. Nee. Mach ich lieber doch von hier. Natürlich, sie spawnt oben, oder? Das ist doch oben. Wait, ich muss kurz mal gucken. Ne, hier ist der Abgrund, hier ist der Abgrund. Hier will ich nicht hin. Ja, ich höre sie auf alle Fälle. Das hört sich jetzt nicht nach oben an, aber... Oh Gott, ich habe gerade Angst, ich habe gerade Angst. Doch, sie ist oben, okay. Hat sich nur so angehört, als wäre sie irgendwo anders. Na gut, dann haben wir Playa della Palma auch abgeschlossen. Plaza della Palma, so heißt die Welt. Das ist nämlich die 64. Sprich, die 8 von ihr haben wir. Was ist die nächste Welt? Bayer Paradiso fehlt noch. Und die ist auch die nächste. The Ninth World. Und es geht weiter mit Würfeln. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum man ausgerechnet die Welt als letzte von den Standardwelten genommen hat. Juckt mich auch ehrlich gesagt nicht so. Ich laufe erstmal da runter. Ich habe so ein Gefühl, da könnte eine gewisse blaue Münze versteckt sein. Als ob ich so dämlich wäre, wirklich. Als ob ich wirklich so dämlich wäre und an das nicht denke. Diese Muschel bin ich so oft mittlerweile im Hauptspiel schon gelaufen, aber wirklich so oft. Das scheint aber relativ friedlich zu sein, diese Welt. Vor allem, ich habe jetzt den Dreck weg. Da oben ist nichts mehr. Ne. Aber ich sehe schon die Schwierigkeit. Die Würfel drehen sich ein Vielfaches schneller. Nein, 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 nein. Deswegen ist der Dreck weg. Aber ich habe jetzt schon die Angst, dass wahrscheinlich ein Level kommt, wo eben kein Dreck weg mehr dabei ist. Das ist durchaus denkbar. Und dann halt der Speed von den Würfeln trotzdem so schnell bleibt. Ja gut, wenn er sich so dreht, geht sogar alles noch, aber so wie sich die Würfel hier drehen, die schnalle ich noch nicht ganz. Komm her, Würfel, komm her, Würfel, komm her, Würfel. Es gibt keinen Grund, jetzt Scheiße zu bauen. Okay, nice. Huh. Die Welt ist mir viel lieber. Auch vom Design her. Die gefällt mir richtig gut. So, eine Schein geht noch. Das Level war jetzt nämlich nicht allzu lange. Somit haben wir heute wenigstens mal wieder 4 Scheins. Trampolin! Juhu! An der Stelle oben steht schon Noki Bay, heißt die im Englischen, ne? Was ist das denn bitte für ein Teil? Hä? Das sagt mir jetzt gerade gar nichts. If you spray that spring with water, you can carry it. Ja, das weiß ich eh. Ach so. Oh.
Hä? Ja, geht doch. Perfekt. Ach so, jetzt check ich's. Ich muss immer wieder... Okay, gut. Das ist nicht so schwierig. Wobei, nee, wenn hier so ein drehender Würfel ist, dann kann das schon frustrierend werden. So, und jedes Mal, wenn ich's niederlege, dann, wird's wieder groß. Nicht zu vergessen, wir tragen etwas. Das heißt, wir können nicht in der... Du willst mich verarschen, oder? Du willst mich verarschen. Du willst mich verarschen. Ich muss kurz mal was erledigen. Hallo, werd groß. Damn it! Oh Gott, das war nicht so geplant, aber egal. Das wollte ich jetzt gerade nicht. Hallo, spring doch. So schwierig? Für den Jungen scheinbar ja schon. Das wollte ich machen. Ja, dammit. Okay, jetzt müsste ich halt noch erwischen. Oh, Mann. Ich will jetzt aber nicht extra Game Over gehen, nur dass Trampolin wieder dort ist, wo es hingehört. Ich schaff schon noch. Achtung. Jawohl. Und, oh. Und, ja. Jetzt hab ich's. Kann doch ein bisschen die Distanz einschätzen. Ein bisschen was kann ich ja zum Glück. So, jetzt hier. So, und dich nehme ich jetzt wieder mit. Denn der eigentliche Position von diesem Trampolin, der eigentliche Position, ja genau. deutsche Sprache, schwere Sprache, sagt nichts. Ist hier. So, und die Schein ist auf dem Teil da oben. Das ist der höchste Punkt, den es auf Noki Bay insgesamt gibt im Hauptspiel. Da spawnen unter anderem auch die 100 Münzenschein. Ja, ich weiß sowas. Oh Gott, Alter. Alter, wie schnell dreht. Alter, wie schnell hat sich das jetzt gedreht? Wieder. Zum Glück gibt es aber hier diese Wasserbecken. Das heißt, Wasservorrat ist eigentlich gefühlt unendlich. Das heißt, gefühlt, der ist unendlich. So, auf das Teil warte ich jetzt wieder. Genau. Ja, ich bin gerutscht, ich hab's gemerkt. So, das ist eigentlich die letzte Hürde. Danach muss ich nur mal mit dem Dreck weg hoch. Gut, perfekt. Hallo, stell's hin. Mach's dir gut. Hä, warte mal. Muss ich denn eine Stampfattacke machen? Ich verstehe es nicht. Hä? Wie soll ich da sonst hochkommen? Oder will er, dass ich es mit einem Ding mache? Nein, das wollte er eindeutig nicht. Achso, ich soll es hier hinstellen, oder was? Okay, ich wusste gar nicht, dass man auf dem Teil gehen kann, aber... Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Ja, so geht's. Okay, ich dachte gerade, ich hätte gefailt, aber anders wärst du da wahrscheinlich nicht hochgekommen. Gut, dann haben wir heute wenigstens 4 Scheins geschafft. Alter, ich bin richtig stolz auf mich. Und diese Welt. Absoluter Zucker bisher, bis hierhin. Ich sag extra bis hierhin. Weil sonst kommt das Spiel noch auf komische Ideen. Gut, dann recht herzlichen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Ciao, Leute.